Und damit herzlich willkommen zurück zu Pikmin Part 4 bzw. Tag 4 bricht an. Beziehungsweise muss ich gleich mal sagen, dass diese, also falls ihr es vielleicht schon gemerkt habt, dass es jetzt zum letzten Part ein wenig Unterschiede gibt, von den Pikmin jetzt abgesehen. Denn nämlich, ich habe nämlich eigentlich schon Part 4 aufgenommen, aber das wurde irgendwie jetzt ja nicht gespeichert und ich muss es jetzt nochmal machen. Deshalb weiß ich jetzt auch ganz genau, was wir jetzt nur schaffen müssen. Denn den fünften Part habe ich ja auch schon gemacht, aber wie gesagt, den werde ich dann halt jetzt genau nachdem ich diesen Part hochgeladen werde, einfach gleich hinterher machen. Und wie gesagt, so viel verpasst wurde nicht. Wir müssen nämlich einfach nur zwei Teile hier holen. Mehr ist hier nicht. Mehr ist hier nicht passiert in dem Part, der irgendwie nicht gespeichert wurde. Ist auch gut so, denn wie gesagt, nicht, dass ich hier haufenweise Dinge nochmal neu machen muss. Wäre der fünfte Part weg gewesen, dann wäre es natürlich noch übler gewesen, denn da hätten wir nämlich das neue Gebiet getroffen. Ja, in diesem Part werden wir nämlich das letzte Mal hier im Wald der Hoffnung sein. Was geht hier auf hier lang? Da müssen wir auch noch hin, aber fürs Erste müssen wir da lang. So, hier durch. Ich hoffe, wir schaffen es perfekt. So, wie gesagt, ein bisschen Pigmentunterschiede gibt es wirklich. Also zum Beispiel habe ich mehr rote und gelbe habe ich auch mehr als davor. Aber beispielsweise gibt es auch Unterschiede, weil ich in dem normalen eigentlich auch mehr Blumenpigment hatte. Und jetzt von daher nämlich auch jetzt ein paar darüber werfen muss, denn sonst eigentlich wäre da oben Nektar und wie gesagt, nicht, dass jetzt da einer alles austrinkt, aber wie gesagt, jetzt gibt es halt, als ich beim letzten Mal da war, oh, das ist sogar gar nichts da. Da hatte ich nur Blumenpigment dabei. Halt auch weniger jetzt. Ich weiß gar nicht mal, wie viele ich da jetzt mit hatte, aber nicht viele gerade. So, ich hoffe, es fällt keiner runter. Das wäre jetzt ein bisschen epic fail. Moment mal. Er ist noch oben. Ich hoffe, er fliegt jetzt. Oh shit, der fliegt runter. Kaum rufe ich ihm, ja, siehst du, der liegt so da an der Kante. Kaum rufe ich den, der fliegt runter. Oh, die 2. Oh, ja. Oh, schon wieder. So, Herze. Haben wir ein bisschen Zeit verloren jetzt, verdammt. Wie gesagt, das muss jetzt funktionieren, sonst ist das nicht gerade übereinstimmend mit dem fünften Part, den ich gesagt ja schon hochgeladen habe. Nicht hochgeladen, sondern gedreht habe. Und jeder, der jetzt, jeder, der jetzt in den Kommentaren fragen würde, wie hast du das gemacht, dass du jetzt nochmal hier das so gemacht hast? Denn ich habe nämlich noch den mittleren Speicher, den zweiten, den habe ich nämlich nochmal gelöscht. Und da habe ich jetzt nochmal extra 3 Tage einfach so gespielt. Und ja, jetzt, ja stimmt. Das ist der Stoßdämpfer. Dieses Gerät gleicht die Schwankungen und Erschütterungen aus, die auf einer Raumreise vorkommen. Man gleitet wie auf den Wolken dahin, normalerweise. So. Ja, wie gesagt, ich habe dir halt die ganze Zeit einfach so gespielt und wie gesagt, jetzt mache ich jetzt einfach nochmal den Part. So, wie gesagt, so schlimm ist es auch wieder nicht. Wäre schlimmer gewesen, würde ein späterer Part verloren gehen, weil da müsste ich halt nochmal bis dahin spielen und das würde ordentlich an Zeit, würde ordentlich lange dauern. Komme ich jetzt an den ran? Ich werde hier auch versuchen, ein paar Dinge zu machen. Naja, komm. Wie gesagt, so viel ändern wird es an dem Let's Play nicht. Denn wie gesagt, der nächste Part dann wird wieder normal ablaufen. So wie es ist. Aber jetzt wird es mal kurz halt ein bisschen anders sein. Als im vorigen. Und auch im nächsten dann. Wird es dann auch wieder anders sein. Hoffe aber, wie gesagt, dass es nicht so großen Unterschied hat jetzt. Wie gesagt, Hauptsache wir kriegen die 2 Teile. Bei Pikmin ist es jetzt nicht so schlimm, dass es jetzt ein paar Unterschiede hat.
Stoßdämpfer. Dieses flotte kleine Gerät stellt sich den Erschütterungen und Schwankungen, die eine Weltraumreise mit sich bringt, mutig entgegen. So. Ja, jetzt können wir halt das nächste Gebiet. Jetzt müssen wir nur noch einen Teil sammeln, da haben wir eigentlich alles. Dann ist wieder so, wie es sein muss. Dann können wir halt noch ein bisschen Pigment sammeln und dann war es halt auch wieder. Dann sagt er, kann ich euch schon mal versprechen, dass ich danach auch sofort, wenn ich diesen Part hochgeladen habe, gleich den fünften auch noch hochzuladen. Wie gesagt, da ist halt ein kleiner Versehen war. Das Gegenleistung wird der fünfte auch gleich hochgeladen. Oh, was war das denn gerade eben? Gleich mit einem Schuss gleich drei Tropfen Nektar. What the fuck? Fünf. Sechs. Ah, sieben. Sechs sind auch jede Menge. Haut euch das rein. Und trotzdem sind alle nicht Blumenpigment. What the fuck? Drei, ja, drei sind noch normal. What the fuck? Ja, komm, dafür gibt's hier noch. Ja, wie gesagt, ich mach das jetzt hier mal kurz, weil so viel Zeitdruck haben wir auch wieder nicht. Hallo? Achso, die haben sich das alle reingestopft. Alle drei haben sich das eine reingestopft. Ja, das sind jetzt alles Blumenpigment. Oh. Ich brauche nur 35 dafür. Sonst gelbe. Ah, nee, stimmt. So, nämlich 9. Da erwartet uns nämlich eine ganz harte Mauer. Ist halt genauso wie hier die, wie bei den, bei der dunklen Mauer, dass die hier halt mehr aushält. Und ja. Ah ne, warte, wie hab ich das denn gemacht? Hab ja einen Trick drauf hier so. Einfach alle. Fehlt es noch? Nein? Dann. So, dann entlasse ich sie mal kurz alle. So, und die letzten drei Pigment kommen mit. Gibt es ja hier noch was? So, haben wir jetzt alle drei? Ja, jetzt haben alle drei. Ah ne, stimmt, da sind noch Käfer, ne? Ja, kann ich mich noch erinnern, da gibt es noch Käfer, die nur noch killen müssen. Ja, hier. Alter. Guckt euch das an, habt ihr das gerade gesehen? Die haben ihn angegriffen und das hat überhaupt keinen Schaden gemacht. What the fuck? Warum? Warum? Zwei sind jetzt absolut sinnlos gestorben. Ach Mann. Nervige Mistviecher. Aber wir können wieder nur über sie trauern. Dafür sprengen wir jetzt diese Mauer auf. Und jetzt noch ein, dann wird ein Teil zerstört. So. Ist halt eine sehr harte Mauer diesmal. Falls ich es noch nicht erklärt habe, ich weiß jetzt nicht, ob ich es schon erklärt habe in einem anderen Part, aber ich erkläre es einfach, wenn ich es schon erklärt habe, erkläre ich es einfach nochmal. Kann aber auch sein, dass ich es noch nicht erklärt habe, dass nämlich
wie die Mauern nämlich aufgeteilt sind, dass die ja die normalen, die hellen, also kommen die, also es gibt halt 3, 6 und 9 hier, die jetzt zum Beispiel 9 halt. 6 und 3 sind hell und hier sind, lasse ich die. Und hier die. Die 9 hier sind dunkel. Und ja. Wie gesagt, dann halt die 9, die kann man dran erkennen. Na, was rede ich für ein Scheiß hier? Ja, egal. Auf jeden Fall packen wir uns diese Schraube hier. Die außergewöhnliche Schraube. Ich habe diese Schraube gekauft, weil der Verkäufer mir erklärt hat, dass die außergewöhnliche Qualität für Otto und normale Piloten nicht erkennbar sei. Was sie so außergewöhnlich macht, ist ein Geheimnis. Aber schau sie dir an. Ist sie nicht etwas Besonderes? Na schon. Schon nice aus. Was außergewöhnlich ist, ist noch, dass sie nicht funktioniert. Denn sie hat, wenn man hier mal die Schraube erkennt, dann sieht man das in der Mitte da, wo eigentlich hier es ja wie so ein Kreise runtergehen würde, dass es nur gerade, nur rund ist und nicht hier so langsam nach unten so dreht. Denn eigentlich müsste man ja Schrauben rein, schraubt man ja immer rein, weil hier nicht rund sind, sondern immer wieder, immer weiter runter geht. Und wie man ja eigentlich erkennt, ist es immer nur gerade. Das heißt, man kann sie nicht reinschrauben. Das heißt, sie ist, das Besondere auch noch daran ist, dass man sie nicht verwenden kann als Schraube. Ja, wie gesagt, es ist halt ein Sammlerstück. Es ist ein, ein Sammlerstück. Die ist nicht zum Nutzen, sondern zum Sammeln da. Außergewöhnliche Schraube. Der extra Dreh dieser Schraube ist nur einem warmen Kenner offenbar. Ja. So. Also hier. Habe ich mich ein wenig verguckt. Ja, da können wir eigentlich den Rest noch nehmen, den Resttag hier noch Zeit nehmen, um hier Pigment zu vermehren. Du holst hier mal das da. Stimmt, die gelben können wir vermehren. Oder warte mal, wie viele haben wir denn von denen? Ja, die gelben vermehren wir hundertprozentig. Ein, was wir halt noch draußen, da hier noch. Ups, das wollte ich gar nicht. So, hier. Noch was? Nee, da nicht. Ah ja, stimmt, dann können wir uns die Fee hier schnappen. Diese Nektarfee. Soll ja so ähnlich heißen. Ich weiß jetzt nicht, wie sie richtig heißt, aber ich glaube Nektarelfe. Nee, nicht Nektarelfe. Nektarfee oder so, keine Ahnung, wie sie richtig heißt, aber ich glaube so ähnlich hieß sie. Sind zwar alle rot, aber lass mal. Sind wirklich alle rot. What the fuck? Nein, ich vermehre bestimmt nicht die roten. Ich vermehre die gelben. So oder so. Ist der Ton ein bisschen zu leise. Oh, der stimmt. Das machen wir noch. Stimmt ja, da ist ja noch ein 20er. Habe ich das vollkommen vergessen zu holen. Gut, dass wir jetzt punktgenau 20 haben. Perfekt.
da ist nur die gelben draußen. Na komm. Dauert ein bisschen länger. Ist halt verdammt groß und schwer. Ist ja klar, dass es ein Weilchen dauert. So. Jetzt kriegen wir auch ganze 20 gelbe Pigment. Super. Los geht's. So, und fertig. Ordentlich viele gelbe Pigmenten. Dann würde ich sagen, wenn sie drin sind, dann beenden wir auch schon den Part. Den Tag, beziehungsweise erstmal den Tag, dann erst den Part. So, dann los. Und der, auch der Bericht wird auch der gleiche sein, da wir halt ein neues Gebiet betreten werden. Deshalb braucht man auch nicht denken. Braucht ja auch nicht denken, dass der Bericht auch anders sein könnte. Nein, wie gesagt, neues Gebiet, das heißt, wird auch der gleiche Bericht sein. Da gewissermaßen über das neue Gebiet redet. So, 4 Tage seit Aufprall, ja. Mit seinen verbesserten Funktionen kann mein Dolphin weiter in die Atmosphäre des Planeten vordringen. Irgendwas ist dort in dem Wald unter mir. Sieht aus wie der Bauchnabel des Waldes. Mein Schiff ist stabil genug, sodass ich dort landen kann. Oh, Statistiken. Safe. Und was ich auch noch sagen kann, falls ich dann im nächsten Part nichts darüber erwähne, wie gesagt, ist nicht. Braucht ihr nicht irgendwie denken, dass ich da, wie gesagt, da wusste ich ja halt noch nicht, dass ich hier, dass der Part gelöscht wurde. Da wusste ich noch nichts von. Wie gesagt, den Unterschied, wie gesagt, könnte man nur merken, wenn man hier halt diesen Part gesehen hat, so richtig. Aber wie gesagt, auf jeden Fall würde ich sagen, ihr seid beim nächsten Part auch wieder dabei, wo es dann, wie gesagt, wieder originell weitergeht. Also, auf jeden Fall wieder einschalten, Daumen hoch war schön und im nächsten Part geht's weiter hier im Pigman.